Liebe Genossinnen und Genossen, mein Name ist Norbert Müller, ich bin 30 Jahre alt, habe inzwischen zwei Kinder und kandidiere zum dritten Mal als stellvertretender Landesvorsitzender. Vor 10 Jahren, da war ich Mitglied des Jugendrates der Linkspartei PDS. Das war der Versuch, die zerstrittenen Jugendstrukturen zusammenzuführen. Ich würde sagen, ein ganz erfolgreicher Versuch. Und wir hatten eines unserer ersten Treffen in Eberswalde. Damals war Sebastian Walter der Sprecher der Solid-Gruppe. Und ein weiteres Mitglied der Gruppe dort, die wir trafen, sagte zur Begrüßung zu Moritz Kirchner, mir, Katharina Dahme: Oh Gott, ihr seid ja alle so alt. Michael Wolf ist heute Vorsitzender der Linken in Eberswalde. Und das zeigt ein bisschen, auch wenn ihr in die Reihen guckt, wenn ihr guckt, wer inzwischen die Kreisvorstände stellt, wer die Kreisvorsitzenden sind, die Kreisgeschäftsführer, die Partei ist im Wandel. Und das schon seit einigen Jahren, und das ist auch gut so. Die Partei ist im Wandel in allen ostdeutschen Landesverbänden, im Westen sowieso seit 2005, 2007. Aber dieser Wandel fällt bisher deutlich auseinander mit dem nicht vollziehenden Wandel unserer Wählerschaft. Zumindest war das bis vor einigen Jahren so. Und das haben wir schmerzlich zu den letzten Landtagswahlen auch noch mal zu spüren bekommen. Und wisst ihr, wir haben in den letzten beiden Landesvorständen immer wieder Debatten geführt, auch wenn wir uns angesehen haben, warum der Jugendverband in den letzten Jahren keine Entwicklung genommen hat, die noch weiter nach vorne gereicht hat. Haben wir uns mit Debatten auseinandergesetzt, woran liegt das eigentlich, dass wir junge Menschen bei Wählerinnen und Wählern und bei Mitgliedschaften der Partei nicht so einwerben können, wie wir das eigentlich müssten und so wie wir auf der Straße sind, wie auch die Aktivenschaft der Partei das abbildet. Ist das so eine Art neuer Konservatismus der Jugend? Ist das politisches Desinteresse? Ist das die fehlende Zeit durch Bachelor, Master an den Unis, durch Verkürzungen in Ausbildung, durch duales Studium, dass die immer voller sind und durch das verkürzte Abitur? Und all die Debatten scheinen gerade hinfällig zu sein, weil es passiert im Moment was völlig anderes. Das, was wir gerade erleben, ist, dass die gesamte Gesellschaft in Bewegung ist, eine selten historische Situation, und dass auch unsere Wählerschaft, unser unterstützendes Umfeld von Menschen, die Linke prinzipiell sympathisch finden, insgesamt in Bewegung gekommen ist. Und das ist gut. 6 Millionen Menschen in dieser Republik sind aktiv in Flüchtlingsinitiativen. 6 Millionen Menschen sind aktiv in Flüchtlingsinitiativen, die haben ein ähnliches Menschen- und Weltbild wie wir. Das sind nicht alles Linke. Aber wir sind die einzige Partei, die für sie ein ernsthafter und souveräner Bezugspunkt ist, die eine Politik macht, die das umsetzt, was sie klein vor Ort in ihren Initiativen anfangen. Weil wir die einzige Partei sind, die ernsthaft noch Solidarität und Humanismus auf allen Ebenen, in den Kommunen, in den Ländern und auf Bundesebene, im Bundesrat und Bundestag mit ihren Funktionsträgern durchsetzt. Und wir sehen diese Menschen aus diesen Flüchtlingsinitiativen oder wir sehen auch weitere Bewegungen. Wir haben in Potsdam, wo ich herkomme, jetzt jede Woche die sogenannte Pogida. Den Namen haben wir uns für Sie mal ausgedacht, weil das so schön nach Arschgida klingt. Die Kollegen haben das da übernommen, aber wir haben diese ganzen Gidas im ganzen Bundesgebiet. Und wir haben überall Gegenbewegungen. Und das sind vor allem junge Menschen, die auf die Straßen gehen, die doch als politisch desinteressiert galten oder als neukonservativ oder als verloren. Nein, die gehen jetzt auf die Straße mit hoher Konsequenz und nicht nur in Potsdam, sondern überall, gehen auf die Straße und wehren sich und suchen Anlaufpunkte. Thorsten Gleis nickt, das haben wir auch wieder gesehen, jetzt letzten Montag in Königswusterhausen. Suchen Anlaufpunkte und auch da sind wir ein authentischer Ansprechpartner für diese Menschen, weil wir eben nicht in den Alltagsrassismus eingestimmt haben, weil wir eben nicht mal links und mal rechts blinken wie Sigmar Gabriel, sondern konsequent gewesen sind. Und ja, die Linke hat gezeigt, sie ist die Partei der Flüchtlingshelfer, sie ist konsequent. Und Umfragen zeigen auch, dass wir genau in diesem Bereich eben gewinnen. Also wir haben möglicherweise einen Wandel in der eigenen Wählerschaft. Wir haben möglicherweise auch verloren den einen oder anderen langjährigen Wähler, der das nicht gut findet, wie wir an dieser Stelle uns verhalten haben. Aber wir liegen konsequent stark. Wir sind auf Bundesebene bei 8 bis 10%. Wir sind sozusagen relativ stabil und das hat damit zu tun, dass wir Menschen insgesamt anfangen neu zu erreichen, die wir noch vor 2 oder 3 Jahren für uns nicht hätten erreichen können. Und das heißt, ich will das ausführen, was Partei der Flüchtlingshelfer für mich meint. Unsere Mitglieder sind aktiv in ganz vielen Initiativen vor Ort. Wir haben das Netzwerk Willkommenskultur, was Andrea Julige maßgeblich mal ins Leben gerufen hat. Das sind gute Institutionen. Aber wir haben auch darüber hinaus in diesen Initiativen viel mehr. Wir haben die ersten Flüchtlinge, die anfangen, selbst was zu tun. Und bisher reden wir immer nur darüber, wie wir diesen Menschen helfen, wie wir dafür sorgen, dass sie Wohnungen kriegen, wie wir sie bei Ämtern begleiten und wie wir das alles sicherstellen. Aber es muss, glaube ich, in einem nächsten Schritt, und das ist die Vision der Linken insgesamt in Deutschland, aber auch in Brandenburg meines Erachtens, es muss in einem nächsten Schritt darum gehen, auch solche Menschen, die hierher geflüchtet sind, die sich hier ein Leben aufbauen wollen, zu organisieren, weil sie unsere Reihen verstärken können. Wir müssen ihnen helfen, sich selbst zu ermächtigen, Gruppen zu bilden und selbst unterwegs zu sein. Und ich will euch ein schönes Beispiel berichten. Vor 2 Jahren habe ich hier auf dem Landesparteitag Geld gesammelt
für eine neu gegründete Flüchtlingsmannschaft. Das gab es im ganzen Bundesgebiet noch nicht. Eine Fußballmannschaft, Welcome United, die inzwischen im Ligabetrieb spielen, der Kreisklasse Havelland. Welcome United, eine Mannschaft des SV Babelsberg 03. Und die haben mit den 500 Euro, die wir hier gesammelt haben, ihre Bahntickets nach Berlin zu Auswärtsspielen bezahlen können, weil natürlich die Geflüchteten das Geld nicht hatten und der Verein, der regelmäßig dicht an der Insolvenz ist, auch nicht. Aber das Spannende an dem Projekt ist doch, dass hier Geflüchtete selbst sich organisiert haben, dass man sie nicht an die Hand nehmen musste, sondern dass sie selbst was aufgebaut haben. Und das ist, glaube ich, der zweite Schritt in Integration, der stattfinden muss. Und Menschen, die so weit sind, dass sie ihr Schicksal selber in die Hand nehmen, nicht nur warten, dass man ihnen eine Wohnung sucht und sie hilft und dass andere dafür sorgen, dass sie nicht abgeschoben werden, sondern dass sie selbst die Erfahrung machen, sich zu organisieren. Das ist der zweite Schritt der Integration. Und nicht alle Flüchtlinge sind links. Aber eine ganze Menge von denen haben Erfahrungen gemacht, haben ein Weltbild entwickelt, was anknüpfungsfähig ist an das unsere. Und deswegen finde ich es richtig, dass wir die Partei öffnen in den nächsten Jahren, dass wir Menschen mit Fluchtgeschichte bei uns organisieren, dass wir möglicherweise ihnen unsere Räume zur Verfügung stellen, die Büros für Treffpunkte zur Verfügung stellen und genau sowas, was hier im Sportbereich funktioniert hat, auch in der Parteiarbeit erlebbar machen und möglich machen. Christian sagt immer, er will, dass die Geflüchteten mal Steuerbürger werden. Ich möchte, dass sie auch Wahlbürger werden, dass sie uns wählen können und dass sie bei uns Mitglieder werden können. Die Auseinandersetzung um die Verfasstheit der Gesellschaft politisiert nicht nur die Deutschen, auch die Deutschen, politisiert die Menschen, die hier schon lange da sind, aber eben auch welche, die herkommen. Und ich glaube, das ist ein weiterer Weg, um mögliche praktische Solidarität hier zu üben. Und dann will ich einige Worte sagen zu den Bundestagswahlen, auf die wir zusteuern. Die Polarisierung der Gesellschaft führt auch dazu, dass die extreme Rechte am Boden gewonnen hat. Und die AfD ist in weiten Teilen eine extrem rechte Partei. Sie vertreten ein völkisches Weltbild. Sie sind antidemokratisch oder haben eine eigenartige Vorstellung von Demokratie. Und sie wollen den Sozialstaat abschaffen. Ich komme zu meinem letzten Punkt, wenn das in Ordnung ist. Und wir haben auch eine Situation, dass das Parteienlager bei SPD und CDU in Erosion gerät. Das können wir uns anschauen. Entscheidend ist aber, wie stark wir selbst werden. Und diese Phase von Politisierung, wo Menschen sich reiben an diesen Rechten, wo Menschen sich reiben an der unsozialen, inhumanen Politik, diese Phase der Polarisierung müssen wir nutzen, um die Menschen als Mitglieder für uns zu gewinnen, aber auch als Wählerinnen und Wähler für uns zu gewinnen, damit wir in den Bundestagswahlen 2017 eben wieder 311.000 Menschen in Brandenburg an die Wahlurnen bringen, die Linke wählen und damit für eine andere Politik stimmen, als was Grüne, Union und SPD im Bund an der einen oder anderen Stelle verzapft haben oder gemacht haben. Wir zeigen, wir sind die humanistische und solidarische Alternative zu der herrschenden Politik in diesem Land. Deswegen wollen wir, dass die Menschen wieder zu uns kommen, da werden wir auch Menschen erreichen. Da bin ich ziemlich sicher, die haben noch nie Linke gewählt und hätten vor 3 Jahren nicht mal den kühnen Gedanken gehabt, jemals Linke zu wählen. Aber das ist eine Chance für die Partei, die sollten wir ergreifen und nutzen. Dafür bin ich weiter bereit. Vielen Dank.